Und bei Büchern ist dieser Preisanker völlig klar, weil ihr kennt seit 20, 30, 40 Jahren, dass Fachbücher 20 bis 30 Euro kosten. Und dann habt ihr einen realen Wert, wenn ihr sagt, ich verschenke das Ding. Und derjenige weiß, das kostet sonst 20, 30 Euro. Und kostenlos ist ja nicht nur hier im Schwabenland ein magisches Wort im Verkauf. Und das funktioniert da natürlich genauso. Das heißt, ich verschenke etwas, was einen realen, echten Wert von 20 bis 30 Euro hat, was jeder weiß, seit Jahrzehnten. Ich schenke euch dieses Buch. Ich bitte lediglich, dass ihr die Produktion oder Versandkosten dafür übernehmt. Wer hat so oder so eine ähnliche Aussage schon mal gehört? Wer hat grob eine Ahnung, was Free Plus Shipping ist? Okay, das sind die meisten. Für all diejenigen, die damit jetzt nichts anfangen können, Free Plus Shipping oder Freebook, wie wir es nennen. Es ist eine neue Art des Marketings vor etwa 3 Jahren aus den USA hier rüber geschwappt. Das heißt, wir verschenken Bücher als Marketinginstrument, als Einstieg. Verschenken aber bedeutet in diesem Kontext, wir bitten den Kunden, den Beschenkten, dass er sich an den Versand- und Produktionskosten beteiligt. Das sind etwa 4 Euro, 5 Euro, 6, 7 Euro. Und darüber möchte ich heute zu euch sprechen, mit euch darüber sprechen. Und ich möchte völligen Klartext sprechen. Also ich werde euch am Ende zeigen, was kostet es eigentlich, so etwas zu erstellen? Wie kann man das erstellen? Ich möchte euch aber auch ganz offen und transparent zeigen, was kann man damit eigentlich verdienen, um die Frage zu beantworten, ist das vielleicht der heilige Gral oder ist das vielleicht völliger Bullshit, damit ihr selber in der Lage sein könnt, das einzuschätzen, ist das was für euch oder ist das nichts für euch. Wir haben in den letzten 3 Jahren, Dan hat es gerade angeteasert, mittlerweile über 12 Bücher herausgebracht. Ihr seht einige davon hier vorne, 9 sind abgebildet, die letzten 3 passen gar nicht mehr richtig drauf. Und das beantwortet, glaube ich, schon so ein bisschen die ursprüngliche Frage, was ich für eine Meinung vertrete. Also wir machen das natürlich nicht aus Langeweile. Und ihr kennt mich als sehr zahlenorientierten Menschen, als sehr zahlenlastigen Unternehmer. Und sorry, das wird heute wieder tief in die Mathematik hier reingehen. Aber das ist halt die Basis, auf dessen wir verschiedene Sachen beurteilen können. Wer etwas nicht kennt, kann es meist nicht so richtig einschätzen. Ich habe das damals massiv unterschätzt, was es heißt, so ein Buch zu verschenken. Das war ja das erste Buch, das Online-Marketing-Praxis-Handbuch, was wir verschenkt haben. Wir haben damals eine Auflage von 3000 Stück gedruckt. Da dachte ich, ja, das ist ambitioniert, das kriegen wir aber schon irgendwie weg. Und ich hatte einen Geschäftspartner, den Chris Stellius damals, der gesagt hat, ich möchte dabei sein, aber ich möchte der Erste sein, der das empfiehlt. Und Chris hat es empfohlen. Und am ersten Tag um 19 Uhr waren wir ausverkauft. Das ist natürlich ein völliges Luxusproblem. Wir haben sofort nachgedruckt und Gas gegeben, aber wir waren selber komplett überrascht. Also man kann selbst das nicht so richtig einschätzen, wie viel Power, wie viel Magie da drin steckt, wenn man es nicht selber ausprobiert hat. Aber die Frage ist natürlich, warum gerade lassen sich Bücher so gut verschenken? Und ich möchte euch da ein bisschen mit in die Psychologie reinnehmen. Der wichtigste Punkt ist der Preisanker. Wir ankern immer Preise, damit wir entsprechend günstiger dann sehr gut verkaufen können. Und bei Büchern ist dieser Preisanker völlig klar, weil ihr kennt seit 20, 30, 40 Jahren, dass Fachbücher 20 bis 30 Euro kosten. Und dann habt ihr einen realen Wert, wenn ihr sagt, ich verschenke das Ding. Und derjenige weiß, das kostet sonst 20, 30 Euro. Und kostenlos ist ja nicht nur hier im Schwabenland ein magisches Wort im Verkauf. Und das funktioniert da natürlich genauso. Das heißt, ich verschenke etwas, was einen realen, echten Wert von 20 bis 30 Euro hat, was jeder weiß, seit Jahrzehnten. Und dann komme ich im Nebensatz und sage, okay, aber ich bitte dich lediglich Produktion und Versandkosten zu übernehmen. Und das funktioniert deswegen, weil die Leute dann sagen, ja, okay, da will ja nicht noch Geld drauflegen, das ist rational, da habe ich Verständnis für. Und dann kaufen die Kunden dieses Produkt. Also, der Kunde hat hier außerdem eine sehr konkrete Vorstellung davon, was er bekommt. Ihr wisst, ihr bekommt Papier, etwa 200 Seiten mit dem Titel, für den ihr euch entschieden habt. Wenn ihr ein Coaching kauft, ein Seminar, ein Infoprodukt oder irgendetwas anderes, dann ist euch das nicht so richtig klar manchmal, was ihr eigentlich kauft. Und immer wenn es nicht so richtig klar ist, was man eigentlich kaufen soll, leidet darunter die Kaufquote. Das gilt nicht nur für Bücher übrigens. Also wenn ihr ein Angebot platziert, macht es so klar und so unmissverständlich wie möglich. Bei Büchern ist das völlig klar, weil jeder von euch kennt Bücher. Und mit Büchern verbindet man ja verschiedene Sachen. Zum Beispiel Bücher schmeißt man nicht weg, Bücher verbrennt man nicht. Und ich rufe euch eins zu. Wir haben das getestet. Wir haben höhere Kaufquoten auf ein Buch, das wir verschenken, als Downloadraten auf ein E-Book.
Also wir sind ja bei This is Marketing. Ich muss euch hoffentlich nicht erklären, dass ich den gleichen Inhalt dieses Buches auch in ein E-Book packen könnte. Mit dem exakt gleichen Inhalt und dem theoretisch gleichen Mehrwert. Aber der Unterschied ist trotzdem der, dass die Leute eher bereit sind, 4, 5, 6, 7 Euro auszugeben für das Buch als die komplett kostenlose Variante. Dann nehme ich als Unternehmer doch lieber das gedruckte Buch. Warum? Ich habe die Cloud nicht nur die E-Mail-Adresse, sondern ich habe auch noch die Postanschrift und ich habe auch die Zahlungsdaten. Und dank großartiger Zahlungsanbieter wie Digistore beispielsweise können wir dann direkt den Verkaufsprozess weiter fortführen, den Funnel weiter fortführen. Und darüber müssen wir gleich sprechen, weil ohne den Funnel geht es nicht. Also, Bücher haben höhere Kaufquoten als der Download von E-Books. Diese Folie kennt ihr hoffentlich schon von gestern. Die zwei wertvollsten Ressourcen im Internet sind für Umsatzgenerierung sind auf der einen Seite Vertrauensaufbau, auf der anderen Seite Aufmerksamkeit. Bücher sind ideal dafür, um Vertrauen aufzubauen. In dem Wort Autor steckt ja schon Autorität drin. Wer ein Buch herausgegeben hat, dem wird automatisch mehr Kompetenz beigemessen. Das ist halt einfach so, auch wenn im E-Book das Gleiche drinstehen würde. Wenn ihr bei eurem Rechtsanwalt wart und er gibt euch zum Abschied noch sein Buch mit, dann misst ihr dem mehr Vertrauen zu. Und es fühlt sich viel wertiger an, als wenn er sagt, ja, lieber Mandant, ich schicke Ihnen dann im Nachgang noch mein E-Book als PDF nach Hause. Also per E-Mail nach Hause. Und deswegen kann man da sehr gut Vertrauen mit aufbauen. Aber auch Aufmerksamkeit kann man viel besser darüber generieren. Man findet zum Beispiel viel leichter Partnerschaften. Ich habe gestern hinter der Bühne mit Detlef die Soos gesprochen, der jetzt ja sein neues Buch bald rausbringen wird. Und er sagt, ich habe 4 Exklusivanfragen von Zeitschriften, die gerne die Vermarktung begleiten möchten. Aber das habe ich, weil ich jetzt ein neues Thema habe und weil ich halt das Buch habe. Hätte ich jetzt das 75. Buch zum Thema Tanzen oder Fitness abnehmen rausgebracht, hätte das keine Sau interessiert. Tobias Beck, unser Speaking-Kollege, war letztens im Frühstücksfernsehen auf Sat.1, glaube ich zumindest Sat.1. Und damit wäre er nicht dort gelandet mit einem E-Book. Dort ist er auch nicht mit seinem Seminarprogramm gelandet, aber mit seinem neuen Buch ist er dort gelandet. Also mit einem Buch hat man viele Eintrittskarten in verschiedene Bereiche. Und der Traffic, den wir generieren, die Reichweite, die wir haben, muss ja auch irgendwie konvertiert werden. Auf Facebook, auf Instagram haben wir viele Follower, wir haben vielleicht E-Mail-Adressen, SEO-Traffic unserer Webseite. Und dem direkt was für 2.000, 3.000 Euro zu verkaufen, ist relativ herausfordernd. Was Niedrigschwelliges im Einstieg, wie zum Beispiel ein Buch, ist dort sehr gut geeignet. Aber wir brauchen einen entsprechenden Funnel. Das hier ist mal ein Beispiel, es gibt noch mehrere Möglichkeiten, das aufzubauen, aber hier mal ein konkretes Beispiel. Das heißt, im ersten Step verkaufen wir das Buch für den Versand- und Produktionskostenbeischuss von 4,99 Euro. Dann gibt es in der ersten Stufe ein Add-on, zum Beispiel das Hörbuch oder das E-Book für 14,99 Euro. Danach einen Videokurs, wobei wenn ich sage einen Videokurs, mache ich schon einen fatalen Fehler. Denn es ist das Hörbuch zum Buch, das ist noch relativ klar, aber es ist auch der Videokurs zum Buch. Also nicht irgendein Videokurs, sondern der Videokurs, der perfekt passt zum Buch. Und dann vielleicht hinten raus noch das Coaching zum Buch. Da gibt es ja gerade den Trend, dass man sich auf Coachings bewerben muss und auch das funktioniert natürlich sehr gut. Dazu vielleicht noch eine Anmerkung. Ich war vor ein paar Monaten bei dem Kollegen Hermann Scherer und der hat ja auch sehr viele Bücher veröffentlicht über Verlage. Und er sagt, manchmal dauert das ein Jahr, teilweise sogar länger, bis ich in einem Verlag ein Buch an den Markt gebracht habe. Das hier funktioniert über den Eigenverlag. Also wir geben selber das Buch heraus, ganz ohne fremden Verlag. Wir wollen gar nicht, dass das Buch so über Amazon oder den Buchhandel verkauft wird, sondern hier wollen wir den Prozess, zum Beispiel den, den ihr hier seht, selber steuern. Wir wollen die E-Mail-Adressen haben, wir wollen Upsells machen mit E-Mail-Marketing, mit PPC. Und deswegen brauchen wir den ganzen Prozess unter Kontrolle. Deswegen im Eigenverlag. Ihr braucht eine eigene ISBN-Nummer. Jetzt sagt ihr, oh, wo kriegt eine ISBN-Nummer her? Ganz einfach, ihr geht zu Google, tippt ein, ISBN-Nummer kaufen, und dann kauft ihr eine ISBN-Nummer. Für unter 100 Euro habt ihr dann eine, kriegt jeder von euch hin. Hier beispielsweise mal so eine Sales-Page, wie wir ein Buch verkaufen. Ganz simpel, klare Headline, sicher dir jetzt hier dein kostenloses Exemplar, einfaches Video. Wenn ihr nicht in 3 Minuten erklärt bekommt, warum ihr das Buch verschenkt, dann habt ihr ein Problem. Also kommt auf den Punkt, darunter auch nochmal die klare Aussage, du übernimmst nun die Produktion und Versandkosten, sag uns einfach, wohin wir dein Exemplar schicken sollen. Also versuchen auch so ein bisschen bildlich da reinzukommen und wir schenken dir zusätzlich noch ein 30-Minuten-Coaching. Es gibt sogar noch einen Bonus on top. Es ist nicht nur ein mega guter Deal im Kontrast zu den 20, 30 Euro, die üblich sind, sondern es gibt sogar noch was on top.
Und wenn man dann sagt, ja, ab in den Warenkorb damit, dann landet man hier im Warenkorb beispielsweise, steht dort nochmal Sprache Deutsch, über 200 Seiten, wer ist der Autor, es kommt mit der Deutschen Post zu dir, also ja, es ist wirklich ein Buch. Und direkt der erste Upsell dazu, in diesem Fall das Hörbuch in Kombination mit dem E-Book und dann nochmal 9 inspirierenden Interviews mit großartigen Persönlichkeiten, wie zum Beispiel Marcel Knopf oder auch einem Calvin Hollywood. 14,99 ist kein Zufall, wenn man nämlich beides bestellt, landet man unter der Preisschwelle von 20 Euro. Also generell solltet ihr mit Preisen immer unter Preisschwellen sein, das ist euch, glaube ich, klar. Aber denkt einen Step weiter, wenn ihr jetzt noch was dazu nimmt, ist er dann immer noch unter einer anderen Preisschwelle. Also wenn jetzt hier 20,90 Euro rauskäme, wäre das freundlich formuliert ziemlich dämlich. Ich habe jetzt für euch 9 Insider-Tipps mitgebracht aus der eigenen Vermarktung unserer Bücher. Für manche ist das vielleicht schon teilweise bekannt. Seht es vielleicht auch als Checkliste, wenn ihr euer Buch rausbringt oder wenn ihr euren Buchfunnel anschließend überarbeitet. Der erste Tipp ist gleich ein ganz großer aus unserer Sicht. Sucht euch Gastautoren und sucht euch Co-Autoren. Also ich habe zum Beispiel ein Buch rausgebracht, der Tag, an dem sich alles änderte, so meine Story zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Das sind 230 Seiten. Habe ich Lust, 230 Seiten zu schreiben? Also ich schreibe gerne, aber so 230 Seiten schreibe ich auch nicht mal eben am Stück runter. Ich habe mir 5 Gastautoren gesucht. Professor Dr. Lothar Seiwert, Christian Bischoff, Calvin Hollywood, Dirk Kräuter und Dr. Stefan Friedrich. Ich bin mir sicher, viele von euch kennen sehr viele von diesen Namen. Und selbst wenn nicht, ich habe 2 Doktortitel und 1 Professortitel drauf. Also diese Gastautoren steigern die Conversion und die Reputation dieses Buches. Diese Leute sind bekannt, in vielen Bereichen sehr viel bekannter als ich und übertragen ihre Reputation, ihren Status auf mich. Das heißt, alleine deren Existenz auf dem Cover bzw. auf der Salespage steigert die Kaufquote und die Reputation. Aber nicht nur das, sie bringen auch ihre eigene Reichweite mit. Also Calvin Hollywood zum Beispiel hat das Vorwort geschrieben und fand das Buch so klasse, dass er gesagt hat, das empfehle ich an meine Community. Calvin hat die großartigste Business-Community, die ich kenne in ganz Deutschland. Und einige von denen sind offensichtlich auch heute hier. Und hat gesagt, ich empfehle das an meine Community, waren die ersten 1000 Stück schon weg. Das hat nicht nur Calvin gemacht, Dirk Kräuter hat das ebenfalls gemacht, waren schon die ersten 2000 Stück weg. Das heißt, wir haben schon 4-stellige Absatzzahlen mit diesem Buch gehabt, da haben wir selber noch kein eigenes Stück davon verkauft. Und das ist natürlich extrem wertvoll. Aber die bringen natürlich auch sehr wertvollen Content bei. 230 Seiten, davon habe ich etwa 150 selber geschrieben und 80 Seiten haben diese Jungs beigesteuert. Das heißt, 80 Seiten hochwertiger Content von denen, aber auch Content, den ich nicht selber schreiben muss. Oder? Ist doch cool. Der Teilnehmer, also der Leser in dem Fall, hat coolen Content und ich habe weniger Arbeit und keine Kosten. Ich will ganz offen und transparent hier heute zu euch sein. Wie sieht so ein Deal aus mit diesen 5 Jungs? Die kriegen kein Geld dafür, ich kriege kein Geld dafür. Wie sieht der Deal aus? Die steuern Content bei. Das heißt, meine Leser, unsere Community erfährt von denen, baut darüber Vertrauen auf, die bauen Reichweite, Reputation auf. Und ich habe im Gegenzug coolen Content und 5 coole Namen obendrauf. Also wenn ihr ein Buch rausbringt, überlegt euch mal, ob ihr hier vielleicht entsprechend coole Leute habt, die ihr mit dabei nehmen möchtet. Insider-Tipp Nummer 2, liegt ein Gutschein dabei, der einen neuen Sales-Prozess ansteuert. Also zum Beispiel das Online-Marketing-Praxis-Handbuch, 32 Strategien zum Thema Online-Marketing, 4,99 €. Mit einem Gastbeitrag von Dirk Kräuter übrigens. Und hinten drauf ein Gutschein für 29,90 €. Also es gibt das Buch und es gibt natürlich den Kurs zum Buch. Der Kurs zum Buch ist in diesem Fall ein Abo, kostet 30 € im Monat und der erste Monat ist gratis. Das heißt, ich verkaufe nicht nur das Buch, ich verkaufe auch direkt durch die Hintertür quasi das Abo mit und erhöhe natürlich dramatisch den Customer Lifetime Value. Für den Kunden trotzdem cool, weil er bekommt nicht nur das Buch extrem günstig, er bekommt auch noch einen Gutschein mit dazu. Also überlegt, was könnt ihr Passendes dabei packen? Wer schreibt denn überhaupt dein Buch? Das ist eine der meistgestellten Fragen und meistdiskutierten Themen. Ich habe 5 Optionen für euch mitgebracht. Erste Option, ihr schreibt es selber. 0 € Kosten. Aber natürlich massiver Zeitaufwand. Keine Frage. Zweite Option, ihr sucht einen Ghostwriter, einen Freelancer. Das gibt es von bis. Bei 2.000 € angefangen bis 30.000 € kann man da durchaus ausgeben. Ich habe nachher noch einen konkreten Tipp für euch, wie ihr da günstig rankommt. Dritte Option, du lässt deine Kunden das Buch schreiben.
Wir haben bei unserer Brand Gründer.de ein Coaching, Kickstart-Coaching heißt das, das ist für Einsteiger im Online-Marketing, wie wir das aufbauen wollen, das machen wir seit 2013, über 100 sind da mittlerweile im Coaching gewesen und natürlich sind von denen einige erfolgreich. Wir haben die angeschrieben und gesagt, wir haben hier ein neues Buchprojekt, hast du Bock, deine Story zu teilen? Wir haben 8 Kunden für dieses Buch gewonnen, die dann in diesem Buch geschrieben haben, wie haben sie das aufgebaut, was haben sie gemacht, was waren Rückschläge, wie haben sie Familie und Business zusammengebracht, etc. pp. Das heißt, auch hier, weiß ich gar nicht, 206 Seiten Inhalt, davon etwa 30, 40 Seiten von mir und der Rest von unseren Kunden. Großartiges Buch, großartiger Mehrwert für unsere Kunden und wenig Aufwand für uns. Aber noch 2 weitere Möglichkeiten. Eine Möglichkeit, man stellt Mitarbeiter ein, die das entsprechend drauf haben, kostet natürlich Geld. Und die fünfte Option ist ein sogenanntes White Labeling. Kurzer Hintergrund, wir veranstalten ja verschiedene Online-Kongresse, Gründerkongress, Erfolgskongress, Finanzkongress, die größten Kongresse in dem Bereich in Deutschland, digital. Dann haben wir gesagt, okay, dann können wir auch einen Fitnesskongress machen. Und dann haben wir einen Fitnesskongress aufgesetzt und dann braucht man natürlich Produkte, um das Ganze zu monetarisieren und da ist ein Buch als Einstieg ja sehr einfach, habt ihr ja gerade gelernt. Also haben wir ein Fitnessbuch rausgebracht und genauer gesagt ein Buch einfach, schlank und lecker, 80 einfache und leckere Rezepte zum Abnehmen. Da steht mein Name drauf. Wer mich so ein bisschen kennt, der weiß, ich kann noch nicht mal einen Thermomix bedienen. Aber ich habe ein Kochbuch. Es ist ein bisschen grotesk. Es gibt genau ein Exemplar davon, nämlich das, was ich in der Hand habe. Warum? Das Projekt der Fitnesskongress hat nicht funktioniert. Das heißt, wir haben das Projekt eingestellt. Warum erzähle ich euch das? Ich habe das Buch natürlich nicht geschrieben. Es gibt noch einen anderen Autor, die Mareike Jungeleit und der Selbstimpuls. Die haben wir kontaktiert. Wir haben gesagt, wir haben das und das vor. Wir möchten gerne euer Buch white labeln. Also wir möchten euer Buch nehmen, unseren Namen, unser Logo, unsere ISBN-Nummer draufdrucken und möchten es an unsere Kunden verkaufen. Lass uns einen Deal finden. Der Deal sah so aus, dass wir x Cent pro Buch dann abgegeben hätten und dafür wir das hätten verkaufen können. Das gleiche übrigens auch mit dem Kurs zum Buch. Das heißt, wir hatten keine Kosten, das zu erstellen und sind relativ gut aus dieser Nummer rausgekommen, obwohl das Projekt nicht funktioniert hat. Das einzige Exemplar, das liegt jetzt bei uns zu Hause, das heißt, wenn wir irgendwie Besuch haben, meine Freundin und ich, und die hat wieder irgendwelche Freunde eingeladen, die dann fragen, was ich so mache und ich habe da keine Lust drauf, ewig lange zu diskutieren, sage ich, ich schreibe Kochbücher. Dann ist die Diskussion direkt beendet. Also White Labeling, auch eine gute Möglichkeit. 4. Tipp, leg deinem Buch Flyer und Bucheinleger bei. Ihr kennt das, ihr bestellt irgendwo was im Internet, das Paket kommt nach Hause, irgendwelche Flyer liegen dabei. Ihr habt vielleicht irgendwie ein neues Kleid gekauft und dann liegt da ein Reisegutschein für die Türkei dabei. Funktioniert das? Ah, so lala. Ich würde euch Folgendes empfehlen, also zum Beispiel haben wir die Expertenformel rausgebracht mit 18 der erfolgreichsten deutschen Trainer. Gleiches Konzept, die haben den Inhalt beigesteuert, wir verkaufen das Ganze mit coolen Leuten wie Tobias Beck, Bodo Schäfer, Dr. Stefan Friedrich, Calvin Hollywood ist dabei, Christoph Schreiber, Marcel Knopf natürlich, Hermann Scherer, also die Größten der Größten in Deutschland und die erklären hier drin, wie sie selber als Speaker, Trainer, Coach erfolgreich wurden. Und was legen wir bei? Ja, wir legen Flyer bei, Bucheinleger bei für ein Coaching, wo wir genau das erklären, genau das lernen, wie man als Coach, Speaker, Trainer erfolgreich wird. Und dann funktioniert es auch. Dann hat man diese Relevanz und man hat nicht das Problem, dass die Leute nicht in die Türkei fliegen wollen. 5. Tipp, Gewicht bitte unter 500 Gramm, die Dicke bitte unter 2 Zentimeter inklusive Verpackung. Warum? Sonst wird das Porto teurer. Standardporto sind 1,55 Euro für so ein Buch. Wenn ihr schwerer oder dicker werdet, seid ihr bei 2,75 Euro, glaube ich, ist 1,20 Euro mehr. Anders ausgedrückt, wenn ihr 10.000 Stück druckt, sind das 12.000 Euro mehr Kosten. Wenn ihr überlegt, was mache ich lieber mit 12.000 Euro, als sie an die Deutsche Post zu überweisen, dann findet ihr sicherlich eine Antwort darauf. Also achtet darauf. Zu welchem Preis verkaufe ich das Ding? Die Amerikaner haben es vorgemacht, $6,95 ist dort der Standardpreis. Wir Deutschen sind da offensichtlich ein bisschen gieriger. Wir verkaufen das meistens für 6,95 Euro. Wir haben das lange diskutiert, wir sind zu keinem Ergebnis gekommen, haben gesagt, wir testen das. Und wir haben den umfangreichsten Test gemacht, den ihr hier seht. Wir haben 3 Preise genommen, 4,95, 5,95, 6,95, haben die Besucher gleichmäßig verteilt und haben festgestellt, wir verkaufen 17% mehr, wenn wir den Preis um 2 Euro reduzieren. Jetzt können wir uns abendfüllend darüber austauschen, was mehr Sinn macht, 17% mehr Verkäufe oder 2% mehr Umsatz im ersten Step. Wir
argumentieren, vor allem so, dass wir langfristig mit den Kunden arbeiten, deswegen wollen wir mehr Verkäufe, aber es gibt auch andere Argumente. Das letztendliche Argument, was für uns den Ausschlag gegeben hat, den günstigeren Preis zu nehmen, ist einfach die Seriosität. Also ich bin ganz ehrlich, wer sagt, für Produktionskosten und Versandkostenbeteiligung 6,95 Euro zu erzielen, das ist Bullshit. Das Buch kostet nicht 6,95 Euro in der Produktion, auch nicht im Versand. Das ist einfach gelogen, da stehe ich ethisch nicht hinter. Aber ich zeige euch gleich die Zahlen, was es kostet. Aber wir haben gesehen, okay, wir können was am Preis machen. Wir haben weiter getestet. Und wenn wir den Preis erhöhen von 4,95 auf 4,99, machen wir 5% mehr Sales. Ganz ehrlich, ich beschäftige mich jetzt seit über 10 Jahren sehr intensiv mit Verkaufs- und Marketingpsychologie. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Gebt es euch aber gerne mit. Und wir nehmen den Preis 4,99 und haben damit sehr gute Kaufquoten. Hier im Übrigen 42%, also fast jeder Zweite, der auf unsere Webseite kommt, kauft das Ding. Das ist schon ganz, ganz nett. 7. Insider-Tipp, Kaufbestätigung per Mail nach dem Kauf. Eigentlich logisch, Selbstverständlichkeit, wir machen das wie folgt, wir schicken eine E-Mail und sagen, wir schicken dein Buch morgen los. Warum? Naja, wir sind im Amazon-Zeitalter und da sind die Kunden gewohnt, heute Morgen bestellt, heute Abend geliefert. So schnell sind wir aber nicht. Und wenn wir davon irgendwie 5.000 Stück in einer Launch-Kampagne an einem Tag verkaufen, dann wollt ihr nicht, dass 10-20%, sprich 1.000 Leute eurem Kundensupport schreiben und fragen, wann kommt denn jetzt das Buch? Das wollt ihr einfach nicht. Deswegen schickt ihr eine Info. Das ist auch eine Antwort auf die Frage, was sich eh jeder fragt. Wenn ihr kauft, dann wisst ihr, okay, wann kommt es? Das fragt sich jeder und die Frage beantwortet ihr. Da baut ihr Vertrauen mit auf und dann geht ihr direkt in den Pitch. Dann sagt ihr direkt in der gleichen E-Mail, übrigens, falls du es noch nicht gesehen hast, wir haben ja noch den perfekt passenden Kurs zum Buch, da haben wir gerade einen Sonderdeal, schau dir das mal an. Diese E-Mail wird extrem oft geöffnet, extrem oft gelesen, weil die Leute wollen wissen, wann kommt das Buch und dann kann man hier schön entsprechend die Brücke bauen. Tipp Nummer 8, Hardcover oder Softcover. Und es gibt ein Buch von uns, das gibt es in beiden Varianten. Also Softcover, für alle, die es noch nicht kennen, das ist das, was man so biegen kann. Und Hardcover ist das, wo man seinen Geschäftspartner richtig mal einen mit über den Schädel geben kann. Und wir haben dieses Buch in beiden Varianten. Warum? Also warum gibt es überhaupt beide Varianten? Hardcover wirkt etwas hochwertiger, ist etwas teurer in der Produktion, ist aber gewichtstechnisch ein Problem für uns. Und wir haben bei diesem Buch beides gemacht. Was haben wir gemacht? Wir haben die Hardcover-Variante auf Amazon angeboten für 29,90. Das Ding hat eine eigene ISBN-Nummer und 4 Seiten weniger Inhalt als die Softcover-Variante, die wir über unsere eigene Webseite verkaufen für 4,99 €. Hat auch eine eigene ISBN-Nummer, hat 4 Seiten mehr Inhalt, zum Beispiel 4 Notizseiten mehr oder 4 Seiten Werbung. Und warum machen wir das? Um diesen Preisanker nochmal ganz konkret anzuspielen, indem wir sagen können, du kannst dir das Buch bei Amazon kaufen für 29,90 € oder über meine Webseite für 4,99 €. Und Gott sei Dank, 99,9% entscheiden sich für die eigene Webseite und nicht für Amazon. Warum will ich das? Naja, ich will ja diesen Funnel ansteuern können. Ich will ja entsprechend dann hinten raus auch verkaufen können. Insider-Tipp Nummer 9 ist eigentlich nicht so ein richtiger Insider-Tipp, weil eigentlich würde ich behaupten, völlig klar. Leute, zahlt auf Bücher bitte 7% Mehrwertsteuer. Ja? Es gibt viele Partner da draußen, viele große, die ich darauf schon auch hinweisen durfte, die haben 19% Mehrwertsteuer gezahlt, wie es ja üblich ist. Bücher haben 7%, der Unterschied sind 60 Cent pro Buch. Das heißt, wenn ich 10.000 Stück verkaufe, 6.000 € an den Staat für nichts. Ich komme gerade aus Südafrika, 3 Wochen, ich kann euch sagen, mit 6.000 € kann man ganz andere Sachen machen. Was kostet jetzt so ein Buch und was bringt es an Umsatz? Da möchte ich jetzt gerne einmal noch tief reingehen, wird jetzt sehr zahlenlastig. Also, wir müssen natürlich das Buch schreiben, wenn ihr es nicht selber macht, hier ein Anbieter, ich kriege da kein Geld für die Empfehlung, content.de, arbeiten wir über 10 Jahre schon mit zusammen, auch für unsere Plattform gründer.de als Portal, als Online-Magazin. Die haben 6 verschiedene Qualitätslevel, nach denen ihr auswählen könnt als Auftraggeber. Wenn ihr die 2. beste von 6 Qualitätsstufen nehmt, liegt der bei 5 Cent pro Wort. So ein 200-Seiten-Buch hat etwa 40.000 Wörter, 40.000 multipliziert mit 5 Cent, dann liegt er bei etwa 2.000 € Kosten. Und das summieren wir jetzt mal auf. Also wir haben die Textproduktion und wenn ich halt nur ein Stück verkaufe, habe ich halt 2.000 € Kosten auf ein Stück. Das ist natürlich ziemlich mies, aber wenn ich 5.000 Stück verkaufe, teilen sich die 2.000 € auf die 5.000 Stück, dann sind wir nur noch bei 40 Cent, was nämlich der Content halt für ein einzelnes Exemplar kostet. Also überlegt euch gut, ob ihr an der Content-Erstellung Geld sparen wollt oder ob ihr nicht lieber mehr auf Qualität setzt. Logischerweise, wenn ihr mehr als 5.000 Stück verkauft, geht dieser
Centbetrag immer weiter runter. Wir brauchen einen vernünftigen Satz, vernünftige Grafik, das muss gut aussehen, von außen, von innen. Ich habe jetzt hier mal 4 Arbeitstage, a 8 Stunden, a 31 Euro Stundensatz angesetzt, liegt man so bei 20 Cent pro Buch. Lektorat, nichts gegen den Berufsstand des Lektorats, aber ich bin mir sicher, ihr alle habt jemanden in eurem Freundes-, Bekannten-, Familienkreis, der gut sich mit deutscher Rechtschreibung und Grammatik auskennt. Lasst ihr den rüberlesen, ihr lest selber rüber und der entsprechende Autor, wenn ihr es nicht selber seid. Dann habt ihr ein gutes Buch. Das ist nicht perfekt, aber das reicht, um zu starten, um Erfahrung zu sammeln. Also gebt bitte am Anfang kein Geld dafür aus. Ihr müsst das Ding drucken. Wenn ich ein Exemplar drucke, kostet das so um die 20 Euro. Wenn ich 5000 Stück drucke, Softcover, innen drin schwarz-weiß, außen farbig, so wie wir das in der Regel machen, liegen wir so bei 75 Cent. Wir drucken übrigens bei wirmachendruck.de. Wirmachendruck.de hat eine sehr gute Preis-Leistungs-Bilanz. Allerdings, vielleicht dazu gesagt, Zuverlässigkeit, was Liefertreue angeht, ist da noch ein Fremdwort, also plant ruhig mal eine Woche länger ein. Aber wenn ihr dieses zeitlichen Puffer habt, ist das eine gute Option. Portokosten kommen dazu. Ich habe gesagt, 1,55 in Deutschland, wir liefern ja weltweit, deswegen liegt der Durchschnitt ein bisschen höher. Und Versandhandling kommt dazu. Irgendwer will ja, muss ja das Buch im Briefumschlag packen, Flyer beilegen, vielleicht noch einen Lieferschein und eine Rechnung, Adressetikett drauf, wegschicken. Wollt ihr das selber machen? Also, wenn wir 10.000 Bücher bestellen und wir haben davon 12 Stück und eins wiegt ungefähr 500 Gramm, also 10.000 mal 500 Gramm sind 5 Tonnen. Und das mal 10, das wollt ihr, also zumindest wir nicht bei uns im Büro stehen haben. Wir haben normale Schreibtische, wir brauchen keine Stapel an Büchern dafür. Das heißt, sucht euch einen Dienstleister, der es für euch macht. Da gibt es ein paar, wir nehmen Logistico. Auch da ist es so, dass je mehr das Versandvolumen beträgt, desto günstiger wird es, Masseneffekte. Wer da den Kontakt will, schreibt uns gerne eine Mail, dann stellen wir da gerne den Kontakt direkt zum Geschäftsführer her. Und Transaktionsgebühr, um die Zahlung abzuwickeln, wir nutzen da Digistore, das ist hier 1 Euro. Und wenn wir das aufsummieren, dann liegen wir bei 5,40 Euro für Produktion, inklusive Content-Erstellung, allen drum und dran, plus inklusive Versand, plus die Marketingkosten. Die sind halt in der Tat schwierig zu kalkulieren. Das geht von 0 bis 10 Euro vielleicht, je nachdem. Wenn ich Ads schalte, zahle ich mehr, als wenn ich SEO-Traffic habe. Aber das speichert vielleicht mal in eurem Hinterkopf ab. 5 Euro etwa, wenn ihr jetzt sagt, jetzt habe ich vielleicht ein bisschen günstig kalkuliert, schlag vielleicht noch 1, 2, 3 Euro drauf. Aber jetzt habt ihr zumindest mal ein Gespür dafür, in welche Richtung das geht. Kommen wir zum Umsatz, zur angenehmeren Seite. Also wir verkaufen natürlich im ersten Step das Buch, das kostet 4,99 brutto, das heißt 4,66 Euro netto. Jeder, der das Buch kauft, kauft das Buch, deswegen 100% Quote, das macht gleich mehr Sinn. Also pro Buch machen wir schon mal 4,66 Euro Umsatz. Dann im ersten Step geben wir das Hörbuch dazu. Das Hörbuch habt ihr eben ja schon gesehen, 14,99 Euro, netto sind das 12,60 Euro. Im Durchschnitt unserer Bücher und im Durchschnitt auch der Partner, wo ich Zugriff auf die Zahlen habe, sind das so um die 17%. Viel liegt da auch an diesem Bonus, den ihr noch mit dabei gibt. 17% mal 12,60 Euro sind entsprechend 2,14 Euro, die kommen on top. Der Videokurs kommt on top, ist etwas teurer, verkauft sich etwas schlechter, bringt aber nochmal 5 Euro. Das heißt, wenn ihr das jetzt alleine seht, dann seht ihr, okay, im ersten Step lege ich Geld drauf. Deswegen haben auch viele Hemmungen, mit diesem Konzept anzufangen. Aber ihr seht jetzt schon, okay, mit dem zweiten, dritten Step bin ich schon im Plus. Wir verkaufen ja immer noch ein Coaching, passend zum Buch, was auch sehr gut ankommt. Und dann haben wir natürlich noch ein Lifetime Value. Also wenn jetzt ein Partner mir einen neuen Kunden bringt, dann machen wir das hier direkt im Durchschnitt an Umsatz, aber langfristig machen wir natürlich noch viel mehr. Also vielleicht ungefähr das Doppelte, ja, ungefähr 25 Euro, das würde ich ungefähr in Kost mit 2 multiplizieren, etwa 50 Euro Umsatz langfristig mit einem einzelnen Buchsale. Auf der anderen Seite habe ich gerade vorgerechnet, Kosten so um die 5 Euro mit Marketing, runden wir jetzt mal auf 10 Euro, dann Subtrahieren wir 50 Euro minus 10 Euro sind 40 Euro. Und ich sage euch, die großen Speaker in der deutschen Landschaft, die haben alle über 100.000 Bücher mittlerweile verschenkt. Also 100.000 mal 40 Euro. Dann habt ihr grob eine Ahnung, dass es einige in Deutschland gibt, die mit dem Verschenken von Büchern Millionen Umsätze machen. Das war's an dieser Stelle. Meine Aussage, Free Plus Shipping ist einfache Mathematik. Vielen Dank.